dass ich mich wieder sicher fühlen kann. Naja, halbwegs. Wenn man keine Tür hat, ist man natürlich immer noch halbwegs sicher. Genau. Ah, jetzt kann ich vorbeigehen. Sehr schön. Wunderbar. Ach ja. So. Wir machen das mal kurz so. Das lassen wir offen, ne, damit ich rausgucken kann. So, und dann haben wir hier genug Möglichkeiten. Ich kann mich immer noch zurückziehen. Ein Bett haben wir schon, auch wenn ich es noch nicht bauen kann. Das heißt, das hier werde ich dann abreißen. Der Schlafsack geht sowieso noch einmal benutzen kaputt. Und so wie wenigstens dort das Leder und die Fasern, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Wieder einmal ist es von Vorteil. Ja, genau, 100 davon, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir die Dachschräge dann irgendwie wegkriegen. Genau, schmeißen wir mal da rein. Kann ich das reparieren? Ach ja, ich kann es reparieren, sehr schön. So. Jetzt muss ich das mal hier ummodeln. So, Speer kommt dann hier hin. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das da und das kommt hier hin. Ah. Sehr schön. Da ich mein System, wie ich es kenne, und dann bin ich auch glücklich damit. Ach, Nacht ist schon vorbei. Sehr gut. Aber da hinten ist es halt echt gefährlich, ne? Ach, Mist. Und das ist so weit weg. Ich kann immer versuchen, ob ich rüberschwimmen kann. Ich hole mal vorher nochmal Fisch. Ja. Ach, sehr gut. Gibt natürlich kein Leder, wie wenn ich irgendwas anderes platt mache, aber naja. Was soll's. Auch nicht so dramatisch. Hauptsache, ich finde keinen Raptor. Die Nerven. Echt, das ist so ätzend auf der... Also Center, super, super geile Map. Sieht echt gut aus. Macht etliches her, weil die Landschaft halt ganz anders ist. Die Flora, Fauna. Es wird nicht richtig dunkel durch die ganzen Glühwürmchen. Also sehr effektreiche Map. Mit vielen coolen Sachen, aber... mega schwer durch diese Raptoren, die ständig überall spawnen. So, da hinten ist es jetzt gerade weg. Na, tolle Wurst. Hier kommt auch gerade kein Supply Drop. Die pieselt mich jetzt schon so ein bisschen an, ne? Kann ich nur hoffen, dass wir vielleicht einen Dodo finden oder sowas, weil der bringt auch nochmal Leder. Es könnte Craig's Island sein, oder? Ja, eventuell. Es gibt ja immer so Bezeichnungen für die ganzen Regionen. Die kann man dann beim Wikipedia nachlesen. Mensch, wenn das nichts ist hier. Es gibt jetzt Erfahrungspunkte bis zum Umfall. So. So, habe ich dich jetzt nicht mehr? Es ist darauf gefallen. Mist. Ach, komm schon, Miss. Ich will jetzt die ganze Lieder haben. Und die Erfahrungspunkte. So, der steht natürlich genau da, wo der eine tote Dodo liegt. Könntest du da bitte weggehen? Ich kann das, glaube ich, wegziehen, ne? Na komm schon. Hab ich dich gleich mal? Gott sei Dank sind die nicht mehr so stark, ey. Das war echt schon abartig. Jetzt rennt er natürlich weg. Höhö. Ich hab dich. Ich hätte jetzt gerne bitte den da. Halt, warte, so. Sehr gut. Jetzt kann ich den so platt machen. Glück gehabt, ey. Ja, ist gar nicht. Also, das darf man nicht unterschätzen, ne?
Das halbe Level haben wir jetzt schon wieder. Sehr gut. Ja, ich hoffe ja immer, dass wir hier vielleicht irgendwas jetzt mit Metall finden, aber das wäre jetzt hier sehr, sehr unwahrscheinlich, zumal wir Metall ja noch gar nicht verwenden können. Da brauchen wir noch viel, viel Zeit an der Stelle, dass wir da hinkommen. So. Der andere Dodo, wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht. Verdammt, ach hier ist er. Lauf nicht weg, Dodo. So. Das ganze Leder gehört mir. Da ist noch einer. Dodo jagt, sehr gut. Sag jetzt nicht, der ist da reingeglitscht. Boah, Mist. Können wir hoffen, dass er hier unter dem Stein liegt. So, gucken. Bitte, 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 lass uns diesen Dodo wieder haben. Das wäre voll fies, wenn nicht, ne? Ganz schön viel Feuerstein, ne? Ist gar nicht mal so schlecht, denn wir brauchen mal für Pfeile später. Und für andere Sachen auch. Von daher, gut, wenn wir da jetzt schon wieder viel sammeln. Alter Schwede, ist da voll viel hier drin. Und, nein, der Dodo ist nicht da. Aber ich habe das nicht so oft, dass die Tiere irgendwie wegglitschen. Ein ganz klein wenig nervig, aber auch nur ein ganz klein wenig. Komm, halt's Maul. So. Noch irgendwo einer? Puh. Naja. Immerhin gleich schon wieder ein Level ab, ne? Mit den ganzen Bären fressen. So, ein bisschen Holz mitnehmen. Kann nicht schaden. Wir brauchen ja eh einiges. Aber krass, ist es echt ganz gut, dass wir jetzt hier so ein bisschen auf Jagd gehen. Weil nur Sammler allein macht auf Dauer keine Laune, muss ich ganz klar sagen. Das ist echt ein bisschen lahm. Aber wenn man ein bisschen Jäger und Sammler spielt, dann hat man sehr viel Spaß. Und wenn man dann noch mit anderen zusammenspielt, ist es noch geiler. Aber auf dem Server möchte ich nicht, muss ich ganz klar sagen. Auf so einem offiziellen Server ist halt immer doof, weil du weißt nicht, was mit deinen Sachen gemacht wird, wenn du nicht da bist. Kann durchaus sein, dass jemand in der Zeit mit Katapult und sonst was für Belagerungsmaschinen ankommt und das alles mal eben platt macht. Habe ich eher weniger dran drauf, deshalb mache ich das hier so und ich habe schon überlegt, vielleicht könnte man ja im Rahmen des Zocken mit Zocker-Events das hier vielleicht dann auch öffnen, dass ihr dann halt mitmachen könnt an der Stelle. Ja, da, man kann ja so vieles machen, ne? So. Muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir hier so lang latschen. Was denn hier alles kreucht und fleucht. Das sieht recht friedlich aus eigentlich, ne? Ja. Wir gucken mal hier hoch. Ob wir hier vielleicht irgendwas haben. Ist das einer? Ne, ist leider keiner mit Metall. Ich finde es so schön, wie sich die Sound-Settings dann alle Zeit verändern. An die Umgebung anpassen, je nachdem, wo man denn halt gerade ist. Sehr, sehr gut gemacht. Es gibt jetzt ja demnächst auch Sattel, wo man mit anderen drauf sitzen kann, also mit mehreren auf einem einzigen Dino. Total cool, weil dann kann man endlich seine Kumpels mitnehmen. Und nicht jeder braucht dann so einen Dino. Das ist ganz praktisch, ne? Also finde ich zumindest jetzt. Also ich begrüße das ja auch viele, viele andere Sachen, die jetzt kommen. Finde ich echt genial. Ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber das geht schon. Nee, hier ist nichts in der Richtung. Kein Metall. Ich hatte gehofft, weil es so ein kleiner Mini-Berg ist, dass vielleicht hier irgendwas in der Richtung mit Metall da ist. Ich glaube, wir sind ja mal in die Richtung gelaufen, wo dann auch vom Raptor erlegt, ne? Kann das sein? War da nicht auch ein Skorpion oder sowas?
Ja, kann sein.